Dann kamen die Amerikaner und haben uns abgeholt, dann lagen wir auf eine Wiese. Und von da aus bin ich dann nach England gekommen. Ja, da war ich zum Verhör in England, in London, weil ich bei Junkers gearbeitet hatte. Die hatten gedacht, ich habe mit Raketen was zu tun. Telefonie, aber nicht abhörbar. Das war ein ganz neues Gerät. Und daran wurde ich mit ausgebildet. Das wurde nämlich noch erprobt. Das waren zwei Stationen, die aber auf Sichtweite aufgestellt werden mussten. Naja, jedenfalls sind wir unten gelandet. Ich meine Pistole raus, zum Gehöft hingerannt, vorsichtshalber. Gucke, da war Fenster, aber tiefer. Gucke rein in die Stube. Kennst du ja nicht. Die Uniform da drin waren Franzosen. So. Und nun kam das große Problem. Ich hatte Sporthemde mit der Bauchbinde, war da vorne das Hakenkreuz und die Bauchbinde schwarz-weiß-rot. Ja. Da lagen die Amis flach. Werwolf, fertig, egal, bloß um mich rum, ich hätte ausreißen können. Ja, die haben gedacht, ich fange jetzt an zu schießen, ich weiß es nicht. Das erste war Armbanduhr und was alle, irgendwas zu finden, und wenn es ein Füllfederhalter war oder dergleichen. Das Filzen, und zwar rabiat, dass man auch wirklich nichts mehr besaß. Und daran hat sich nie ein Schwarzer beteiligt. Nie. Und das war schon auffällig. Da wurde zwar noch ein bisschen mit Marschieren und Grüßen und so trainiert, aber viel nicht mehr. Und also es war ein Schluss. Es war schönes Wetter und wir haben in der Sonne gelegen. Das Ding abgenommen, da war das leer, da war ein Loch drin, da waren wir hin. Ne? Wahrscheinlich ein Granatsplitter reingegangen, aber der war gar nicht durchgekommen. Zum Glück treffen wir unsere Kompanie, Forage, mit so einem Traktor und einem Hänger, und da waren lauter exquisite Sachen drauf. Frontkämpferpakete und was weiß ich, was alles drauf war. Und da war Oberleutnant mit, der machte das, mitgefahren. Mein Gewehr hatte ich schon lange gehabt, das war, hatte ich erst mal verloren. Und da sind wir dann gefahren, bis nach Richtung Altmittweida. Und dort, vergesst Schnee, da ging schon das Theater los. Habe ich eine Bekannte gehabt, und da habe ich ein paar Monate bei der NSDAP gearbeitet, als Bürokraft. Karl-Liebknecht-Straße, so was war das. Das hier ist ein Kotzbeutel. Wo ich auf Fliegerschule war, als bei Sturzfliegen, beim Überjem, hat man so eine Beutel hier. Da könnte man hier ins Überjem. Ja, so manchen habe ich da wieder rausgebuddelt, der dann eingeschwemmt war, war tot. Und Verletzte, weil ich kräftig war, habe ich manchen unten zum Lazarett geschleppt. Und wenn ich nächsten Tag wiederkam, konnten die gar nicht bewältigen. Dann war der vom Schlamm, der von oben runterkam, waren die eingeschwemmt, war tot erledigt. Dann kam ein Bauer aus der Landwirtschaft, dann wurden die auf den Wagen geschmissen und irgendwo beerdigt. Also das war verdammt traurig für uns. Und wie gesagt, unter freiem Himmel, ohne jegliche Kleidung.